Ja, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen wieder zu einem neuen Update von mir. Heute mal was ganz anderes. Ich hatte ja in einem Video davor gesagt, dass ich ja mal einen Modellbau wieder anfange und ich habe mir hier die Viper MK2 bestellt aus der neuen Serie von Battlestar Galactica, die Kolonial Viper. Im Maßstab 1 zu 35. Das ganze Modell ist neu aufgelegt worden von Möbius. Und ja, freue mich schon tierisch auf diesen Flieger. Und hier sind auch noch weitere Modelle, die da erschienen sind. Und ja, der Zylon Centurio ist wahrscheinlich auch noch ganz interessant. Aber wir gucken uns erstmal an, was hier denn das Modell so an Teile beinhaltet. Der Level Skill ist hier auf 3 gesetzt. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber 3 ist so die mittlerste Schwierigkeit. Und ja, wir gucken auch gleich mal rein. Hier haben wir eine Figur, den Piloten. Den werden wir dann nachher noch richtig schön bemalen. Und hier haben wir, wie es scheint, das Cockpit. Da ist das Cockpit und hier ist ein Fuß, ein Stellfuß vom Modell. Dann haben wir den Rumpf und den Antrieb. Da lässt sich draußen noch nicht so viel erkennen. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, was hier so zu sehen ist, scheint mir jetzt nicht so schwierig. Also ich würde sagen, das ist eine vernünftige Größe zum Bemalen und Zusammenbauen. Und da fällt auch schon das erste Teil raus aus der Tüte. Ja, tun wir mal wieder rein. Ja. Dann haben wir die Tragflächen. Oh ja, hier ist so relativer Kleinkram dabei. Aber es ist auch noch okay. Hier alles dabei. Oh, ich freue mich schon jetzt auf den Zusammenbau und der Grundierung und Bemalung des Modells. Dann haben wir hier eine Anleitung, die ist auf wunderschönem Glanzpapier gedruckt. Und ja, dann können wir noch mal gleich direkt reingucken. Und da haben wir dann auch schon alles, was das Ganze so beinhaltet. Gucken wir mal rein. Oh ja, sehr detailreiche Bauanleitung. Alles befindet sich auf Englisch, wenn ich das so überfliegen kann. Aber das sieht doch sehr einfach aus. Ja, lässt sich doch schon ganz gut ansehen. Auf jeden Fall ist dieser Druck sehr hochwertig. Das wird auf jeden Fall, denke ich, dann ziemlich interessant, wenn er erstmal grundiert und weiß angemalt ist. Dann haben wir hier, das werden wohl die Aufkleber sein. Da können wir ja gleich mal direkt reinschauen. Ah ja, hier haben wir dann für den Kolonial Viper dann die Aufkleber. Auch fürs Cockpit ist alles dabei. Das sieht ja recht spannend aus, meine Freunde. Was wir da so haben. Ja. Dann packen wir das mal alles wieder ordentlich rein und kann euch jetzt schon sagen, ich freue mich auf diese interessante Bemalung und das Ganze werden wir dann auch ordentlich ja, zusammenbauen. Dann darf natürlich nicht fehlen
das Airbrush-Set von Revell. Hier im Starter-Set als Köfferchen sollte für das Modell, denke ich, ausreichen. Wir haben hier von Revell einen kleinen Mini-Kompressor. Ja, dann haben wir die Airbrush-Pistole als solches. Hier ist, wird die Farbe eingefüllt. Da kommt dann ein Schlauch dran, der dann zum Kompressor führt. Der ist auf 3 Stufen einstellbar, sodass ihr dann variieren könnt, wie ihr sprühen wollt. Und ja, ich habe die auch schon getestet. Funktioniert einwandfrei. Ja, dazu den Aqua Clean, um die Pistole zu säubern, und die Beimischflasche, damit die Farbe verdünnt werden kann zum Sprühen. Sowie auch Weiß und Schwarz, die aber für das Modell nicht genommen werden, weil das Weiß glänzend ist. Und wir wollen den Flieger nachher weiß matt lackieren und ihn dann altern, sodass er auch nicht wie ein Museumsmodell ausschaut, sondern wie ein, ja, im Einsatz gekommener, gegen die Zylonen kämpfender Kolonial-Viper. So, das wäre das kleine Update. Ich hoffe, ich konnte euch da so ein bisschen was schmackhaft machen, und der nächste Schritt wird halt dann das Video sein, wo das Modell zusammengebaut ist, aber noch nicht bemalt ist. Und dann schauen wir uns dann mal später das Endergebnis an, wie es denn dann ausschauen wird. Und damit sage ich dann auch herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und ja, schreibt mir doch mal wieder ein paar Kommentare, wie euch das so gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Kairim84. Ciao.